Hallo wieder, herzlich willkommen zu deinem Wochenhoroskop. Ausblick für die Woche 16. bis zum 22. Oktober. Wieder ältere Generation, passt dich bitte an. Meine Karten hier, die sind schon sehr geladen. Okay, wir werden jetzt noch deine Botschaft machen und dann dürfen die ein bisschen in die Pause gehen. Das haben die sich verdient. Wieder, passt bitte auf, okay? Kommende Woche heißt es wirklich vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Eine Situation bedarf ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Die Karte des Gehängten redet von einer Situation, die schwer ist, schwer fallen könnte, redet aber auch von einer Situation, die ein bisschen stagniert oder auch von Krisen, Disputen, Sachen, die nicht ganz so im Flow sind, okay? Der Teufel hingegen ist natürlich die Negativität, alles, was mit inneren toxischen Energien zu tun hat, mit Abhängigkeit, mit Manipulation, mit Untreuen und alles, was von außen kommt. Und hier sagt man dir, sei ein bisschen vorsichtig, okay? Geh lieber in die Entscheidung, nächste Woche einfach ein bisschen zurückzustufen. Eine positive Frequenz, ein positives Denken wird sehr wichtig sein, genauso wie ein diszipliniertes Handeln. Diszipliniertes Handeln heißt nichts anderes wie Ordnung, systematisch, klar und gezielt anzugehen oder zu lösen. In der beruflichen Ebene können ein paar Dispute auftreten. Ja, die Arbeit kann vielleicht nicht ganz so spannend sein nächste Woche. Vielleicht kannst du auch ein bisschen noch abgeschöpft sein. Okay, kann auch durchaus sein. Einige von euch habt ihr aber eher Thematiken mit der Außenwelt, mit der Liebe, mit der Partnerschaft, mit der Familie. Okay, es geht nicht voran, alles ist Käse. Das wird auch eine Zeit so sein, bis dass du dich entscheidest, die Zügel in die Hand zu nehmen. Okay, und hier einen Schlussstrich zu ziehen und dann zu sagen, es reicht mir. Mir reicht es jetzt, ich möchte so nicht weitermachen. Ich möchte diese Tage nicht so ekelhaft verbringen. Dann kommt der Widder an den Start, wo wir sagen, gezielt, geordnet, positiv, neue Pläne dürfen geschmiedet werden, deine Einstellung wird geändert werden und du wirst den Erfolg auf deine Seite ziehen, immer und dann, wenn du bereit bist, aber auch erst Dinge anzugehen. Das heißt, erst darfst du durch den Kakao gehen, wenn du es zulässt, und danach darfst du die Sonnenseite des Lebens genießen in der kommenden Woche. Eine Trennung für viele ist vorprogrammiert. Vorsichtig mit Schwangerschaften wieder, okay, die nicht gewollt sind, und vorsichtig mit Schwangerschaften, die ein Risiko darstellen können. Buchstabe L liegt auf dem Boden. V, C, P, V, I und X sind Buchstaben, die vielleicht zu dir gehören könnten, zu deinen Herzensmenschen, zu wem auch immer. Wenn nicht, lass sie ziehen. Okay, wir haben vor allen Dingen die Erdenergie, die Wasserenergie und die Luftenergie kommende Woche sehr präsent in deinem Leben. Zum Abschluss noch, das Schicksal sagt, du bist auf der richtigen Frequenz, du bist nur ein bisschen vernebelt nächste Woche. Lasse also Sturheiten und den ganzen Kladderadatsch raus und kümmere dich wirklich um das Richtige, um das Wichtige. Leute, Notfall-Expresstermine, schreibt mich an. Die bekommst du am gleichen Tag noch, wenn du einen Notfall hast. Ansonsten, Oktober hat nur noch 4 Termine frei. Für eine private Legung und für eine zielorientierte Therapie, die dir echt den Boden unter den Füßen wegreißen wird, zu deinem richtigen Wohlbefinden und für dein Ankommen. Schreibt mich also an wieder. Von mir alles Liebe. Bye.